wenn meine eigenen Rosen in der Landlust zu sehen sind, ich vielleicht selber noch ein Bild mit dabei, das macht mich schon stolz, weil ich weiß ganz genau, es sehen sehr viele Leute und das ist auch das Produkt, wo ich für brenne und lebe dafür. Ich bin der Gerhard Räger in der zweiten Generation. Mein Sohn wird den Betrieb weiterführen. Wir haben hier uns auf die Rosenproduktion eingelassen. Also das Rosendorf Steinfurt ist ein alter Standort, wo Rosen schon mehrere Jahrzehnte, eigentlich über 100 Jahre schon produziert werden. Die Rose ist ja eine ganz robuste Pflanze. Sie kann fast überall auf der ganzen Welt wachsen. Und hier in Steinfurt haben wir natürlich den Vorteil, dass die Wetterau vor der Tür liegt. Und das sind mit die besten Böden, was wir haben. Und gerade so Jahre wie dieses Jahr, wo wir sehr trockene Sommer haben, können wir eine sehr hohe Qualität produzieren. Das ist auch ein toller Beruf, weil was man produziert, sieht man auch. Und eine Rose ist natürlich auch die Königin der Blumen. Und wenn die nicht natürlich anlächelt oder noch der Duft dir entgegenströmt, ist das eine tolle Sache. Und natürlich haben wir hier auch noch einen wunderschönen Ausblick auf den Taunus. Das ist natürlich noch ein kleines Bonbon, was man dazu bekommen hat, was ich auch zu schätzen weiß. Der Betrieb arbeitet mit 20, 25 Mitarbeitern und im Sommer bei der Veredelungszeit sind es manchmal sogar noch mehr. Das ist schon wirklich manchmal wie eine große Familie. Das ist auch bei dieser Arbeit, die sehr speziell ist, nötig. Aber ich verlange nichts von meinen Mitarbeitern, was ich nicht selber auch machen würde. So macht es mein Sohn auch und das ist eigentlich das Entscheidende, dass er auch dieses weiterträgt, für nicht so gut zu sein und auch gerne vorne wegzuspringen. Ich bin der Yannick Dreger, ich bin jetzt in der dritten Generation und ich werde jetzt nach meinem Vater werde ich den Betrieb übernehmen. Grundsätzlich hat er eigentlich immer gesagt, mach du dein Ding, mach du erstmal deine Schule fertig, das ist erstmal wichtig. Und von mir aus kannst du auch Zahnarzt werden, das ist mir egal, aber du sollst deinen eigenen Weg finden. Aber irgendwie, für mich war es eigentlich immer klar, dass das eigentlich mein Weg ist und dass ich auch den einschlagen möchte. Angefangen habe ich eigentlich schon so mit 5, 6 Jahren. Das war mehr so, hier Yannick, da hast du mal eine Rose. Hier, ich gebe dir mal den Topf, tu den doch mal auf den Kachen drauf. Und dann bin ich halt so ein bisschen reingekommen. Und da ging halt meine Ausbildung mit los, eigentlich schon im frühen Kindesalter. 800 Sorten haben wir im Sortiment. Es gibt von kleinen Zwergrosen bis zum sehr großen Rampler, der ganze Bäume erobert, kann man fast schon so sagen. Es gibt so viele Stile und da haben wir uns sehr breit aufgestellt. Das war uns auch immer wichtig. Wir haben uns jetzt besonders bei dem jetzigen Angebot für die Landlust haben wir uns auf historische Rosen konzentriert. Historische Rosen werden dann oft gefragt, wenn sie schon aufgepflanzt sind. Oftmals kennt man sie schon von den Großeltern her oder man sieht sie in Parkanlagen. Was natürlich historische Rosen besonders ausmacht, sie sind unverwüstbar. Man pflanzt sie auf und man kriegt sie nicht kaputt. Und der größte Vorteil einer historischen Rose ist natürlich der Duft. Es sind einzigartige Düfte, die kaum moderne Rosen bieten können. Wenn man diese Sorten sucht oder auch gesehen hat, dann kann man zum Beispiel auch jetzt unsere Kollektion, die wir mit der Landlust zusammen anbieten, kommt dort im Spiel, dass der Rosenliebhaber oder auch der Rosenneueinsteiger gleich dann sieht, ah, das ist was Altes, Bekanntes, das kenne ich. Ich bin natürlich happy, dass es jetzt geklappt hat, dass ich auch die Anfrage von der Landlust bekommen habe, da ja Landlust die wirklich mir persönlich die bekannteste Gartenzeitung ist. Und das ist ganz schön, auch wie der Endkunde das dann sieht. Und die Landlust ist einfach nach wie vor, denke ich, die wichtigste Zeitung in dem Bereich Grün im Gartenbau.